Herzlich willkommen zu einem neuen Video, unserer neuen Videoreihe Björn um 6. Hallo. Wir haben uns ja überlegt, du zeigst den Leuten mal Schritt für Schritt Motorenbearbeitung, alles was es gibt. Ja, genau. So, wir machen das Ganze natürlich immer praxisbezogen. Das heißt, immer wenn wir in unseren Projekten gerade was haben, was dazu passend ist, machen wir ein Video. Ja. Was machen wir heute? Heute machen wir V6 Kurbelwelle Wuchten, machen wir Marius Motor. Mhm. Ich habe soweit vorbereitet, dass eine V6-Welle wird ja mit Meistergewichten gewuchtet und das versuche ich mal grob zu erklären, was wir hier machen. Kurz für den interessierten Zuschauer, S4-Block von Marius Limo, wo wir so relativ, ich sag mal, noch so ein bisschen low-budget-mäßig, jetzt kein 1200 PS Motor bauen, sondern das wird eher so ein 800 PS Step, ne? Ja, das ist ja ein Alterswagen. So, okay, erstmal ganz kurz vorweg, warum wird überhaupt die Kurbelwelle gewuchtet oder was bedeutet Wuchten überhaupt? Wuchten, wir müssen mal umdrehen, diese Welle hier, wir haben ja diese großen Ausgleichsgewichte. Mhm. Diese Ausgleichsgewichte sind dafür da, dass man das Gewicht von Pleuel und Kolben, was da dran hängt, mhm, was ja, ich kann mit der Schulter nicht so richtig, was diese Hoch- und Runterbewegung macht und dementsprechend sozusagen den Motor, mhm, bewegt. Mhm. Die Ausgleichsgewichte bewegen sich ja immer genau dagegen. Also wenn der Kolben runtergeht, bewegt sich das nach oben, gleicht das ein bisschen aus. Mhm. Bei einer Vierzylinderwelle hat man so relativ gut ausgewuchtet das Ganze, wenn es passend ist. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein Video zu machen, aber heute machen wir erstmal Anwendungsbeispiel, genau. V6. Und dann kennt ihr es, alle, die mit dem Kfz zu tun haben, kennt ihr das Reifen auswuchten, mhm, an dem Gerät mit den Gewichten dranbringen. Das kann ich natürlich hier nicht Gewicht dranbringen, ich kann nur Gewicht wegnehmen. Mhm. Dieses ist dafür da, dass es nicht nur im Statischen, so wie wir es jetzt sehen, das wäre eine statische Wuchtung, das dreht sich in keinen Punkt, dreht sich runter, mhm, okay, aber im Betrieb ist das natürlich durch die beiden Gewichte, gibt das eine Pendelbewegung, einen Schlag. Es wird mit diesen, diesen Messgeräten gemessen, wie viel Kraft da drauf ist, wie viel das bewegt wird, das Ganze. Und das ist vorab so grob berechnet. Die sind diese Gewichte dran geschmiedet, dran gegossen. Und dann werden sie aber nochmal auf der Maschine gemessen und dann misst eben diese Sensoren, messen es sehr genau und sagt einem, die Seite muss an diesem Punkt noch Material weg und an dem Punkt muss Material weg, so dass die auch im dynamischen Fall, dynamisch bedeutet drehen, dass sie sich sozusagen gerade dreht und nicht anfängt zu eiert. Okay, ja. Warum hat die Welle vorne und hinten ein dickes Gewicht und nicht gleichmäßig überall gleiche Gegengewichte? Eine Idee? Würde sogar theoretisch gehen, aber praktisch hat man, sind die Gewichte, bei einer 14er-Welle ist es ein bisschen einfacher, man hat es da, da, da und da das Gewicht, sie gleichen sich sozusagen aus. Ein 14er könnte ohne Ausgleichsgewichte eine Wuchtung hinbekommen, würde zwar sehr stark sich immer hin und her bewegen, die Welle. Bei dem hier hat man gleichen die sich ein bisschen gegenseitig aus, mhm, denn der sitzt nicht genau 180 Grad daneben, aber er sitzt ein bisschen in diese Richtung. Also braucht man hier zwischen nicht so viel. Am Ende ist es wie so ein Strich, wie am Ende. Da ist dann auf einmal Ende und wie soll ich das jetzt erklären? Da ist es effizient, natürlich das Gewicht hinzupacken, um die Welle so im Ganzen gewuchtet zu bekommen. Das heißt, wenn die Wuchtmaschine dir gleich sagt, boah, hier und da ein Loch, ja, kann dir die auch die Länge sagen oder einfach nur den Winkel, wo du bohren sollst? Die sagt mir Gramm und die Position. Aber nicht, ob jetzt hier, hier, hier oder hier. Mach schon mal an. Doch, das Dach. Das kann ich einstellen, indem ich sage, wie viel Millimeter von dem Hauptlager, von dieser Messebene ist das, mhm, weg. Und dann berechnet er. Wenn er hier, okay, 5 Gramm sagt, sagt er mir hier 10 Gramm. Ah. Weil, mhm, hier ist der, sind die Hebel geringer, mhm, hierhin. Mhm. Und dementsprechend ist es eben hier, kann man einen dicken Bogen machen, ja, das passt, ja, das. In der Mitte, wenn man hier bohrt, beeinflusst man beide Seiten. Mhm. Je weiter man außen bohrt, desto weniger beeinflusst man die andere Seite. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, wir hatten auch schon mal Anwendungen, Beispiele,
da musstest du dann doch das Ganze schwerer machen. Das war bei deinem Lambo. Genau. Das war eine, weil die Welle ist ähnlich aufgebaut. Und wenn, aber da ist ja gar kein Platz hier gewesen, in der Mitte was wegzubohren. Ja, ja. War einfach nichts da. Weil zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, hier soll man 50 Gramm rausbohren. Das ist nicht möglich. Ja. Also geht man weiter nach außen und packt dort Gewicht dazu. Beziehungsweise, nein, es war anders. Hier, die Kurbelwelle wollte hier 50 Gramm weghaben. Da kann ich den ganzen Pleuelzapfen wegschleifen. Und das lag daran, weil die Saugerkolbenpleuel relativ leicht waren. Genau. Und jetzt die Turbo... Kolbenpleuel ein bisschen schwerer waren. Genau, und genau da sind wir bei dem Punkt, wieso wir das wuchten. Wir verändern bei einer V6-Welle die Gewichte von Pleuel und Kolben. Und bei einer 14er-Welle wäre das vollkommen egal, weil sie gleicht sich gleich aus, weil sie eben auf einer Ebene ist, sind immer die gegenseitigen, die beiden Zapfen, die ja so, die gleichen sich gegenseitig aus. Hat man bei einer V6 nicht, weil man hat hier die Gewichte und das ist ja immer versetzt, niemals gleichmäßig. Okay, das heißt, bei welchen Motoren muss man das beachten? Bei welchen Motoren, wenn man Kolbenpleuel ändert, muss neu gewuchtet werden eigentlich? Es gibt eine relativ, es gibt eine Regel. Du nimmst dir die Kurbelwelle, sägst die gedanklich in der Mitte durch, klappst die um und wenn die Zapfen auf der gleichen Stelle sind, dann brauchst du keine Meistergewichte. Wenn die Zapfen woanders sind, ist unsymmetrisch, brauchst du Meistergewichte. Okay, macht Sinn. Ja. Krass. Okay, jetzt, ich überlege, in welcher Reihenfolge wir es machen. Wenn wir jetzt, achso, meinst du, die sind ab Werk, ist so ein V6 gewuchtet? Ja, immer, natürlich. Auf jeden Fall, mit Meistergewichten mit allem? Nein, die, glaube ich, sind ein bisschen... Einfach fortschrittlicher will ich falsch sagen. Die Maschine, die Welle wird einmal gewuchtet mit Meistergewichten. Dann werden die Meistergewichte abgenommen, dann wird die Unwucht gemessen, die wird abgespeichert und die nächste Welle muss einfach auf diese Unwucht gewuchtet werden. Ah, okay, das heißt, die brauchen das nicht, weil das würde ja vollkommen irre sein, im Werk das zu machen. Eventuell bei Kleinserien wird es gemacht, das kann ich dir aber nicht 100% sagen. Hast du es mal überprüft, dass du die Meistergewichte anhand Original-Kolben-Pleuel anfertigst und mal guckst, was die Maschine sagt? Habe ich beim TTRS schon mal gemacht. War interessant, weicht ein ganz klein bisschen ab zu meiner, zu dem sogenannten Wuchtfaktor. Weil ich übernehme nicht komplett Pleuel- und Kolbengewicht, sondern ich übernehme 100% des oszillierenden Gewichtes. Das ist die untere Pleuelstange und Pleuellager. Und ich übernehme 50% des, habe ich oszillierend gesagt? Ja. Korrektur. Rotierenden Gewicht und 50% zum Oszillierenden. Oszillierenden ist das. Kolben. Die Pleuelstange macht ja beides, deswegen müssen wir gleich einmal die Pleuelstange oben unten wiegen, um die Gewichtsverhältnisse zu haben. Okay. Und dabei kam was Interessantes raus, dass die einen anderen Wuchtfaktor nehmen. Ich nehme mal an, damit wollen die Motor Sound generieren. Echt? Ja. Es gibt so ganz lustige Sachen. Auch beim 15er, beim alten 15er, wie der gemacht worden ist, wollte man nochmal so künstlich sozusagen eine sowas hinbekommen. Ja, also bei dem hier, ich fände es mal voll interessant, mal sozusagen rückwärts zu machen. Das könnten wir mal machen. Wir berechnen Pleuelkolben, die Meistergewichte von dem Originalsatz und bauen die dran und gucken, ob die passend ist. Okay. Ja. So, jetzt noch letzte Erklärung. Welle schon gerichtet? Ja, Welle schon gerichtet. Ganz wichtig, ja. Vor dem Wuchten muss immer gerichtet werden. Genau, weil wenn die Welle nämlich im Betrieb, dürfte eine Welle theoretisch sogar 300 Höhenschlag haben. 300 ist nicht viel, aber das Gewicht geht natürlich auch immer so und dementsprechend wird es gemessen. Deswegen ist meine Regel unter 200. Höhenschlag, weil ich habe den Test wirklich gemacht bei einer 14-Zylinder-Welle, die hatte in der Mitte 500. Schlag gehabt. Ich hatte eine Unwucht, habe ich mir markiert, habe ich gerichtet, habe ich draufgepackt, war auf einmal ein bisschen halben bis ein Gramm Differenz. Das reicht nur, das ist ein bisschen raus. Okay, richten machen wir heute nicht, weil das wird nochmal ein extra Video. Ja. Auch extrem interessant. Reinwuchten. So, okay. V6-Welle heißt, wir brauchen Meistergewichte, die Kolben und Pleuel simulieren. Genau. Das heißt, wir müssen als allererstes diese Meistergewichte uns... Genau. Bringen. Ja. Dafür, ich habe noch mal was vorbereitet, brauche ich ein paar
gewisse Gewichte. Ich messe zum Beispiel die Gewichte von dem Pleuel, von den Kolben. Eventuell muss ich sie anpassen, wenn die Differenzen haben über 1 Gramm. Und dann gibt es eine Formel, habe ich ja eben gesagt, alles was rotierend ist, 100%, was oszillierend ist, 50%. Das heißt, du nimmst aber, du gehst davon aus, dass das ganze Pleuel rotierend ist oder nur das untere Teil? Nur das untere Teil. Und dafür habe ich einmal das Gesamtgewicht und mit dieser Konstruktion, sie ist noch nicht ausgereift, ich verbessere die bald, kann ich von einer, warte mal, das machen wir so. Ich nehme eine ganze Stange, ich packe eine. So schnell sind sie noch nicht. Was, Fahrradunfall. 525 Gramm. Mhm. Wiegt sie im Ganzen. Mhm. So, und der obere Teil? 158 Gramm. Mhm. Es gibt eine Faustformel, 1/3 Gewicht ist oben zum Gesamtgewicht. Das kann man so, das kommt ja auch fast so hin, aber ich messe es lieber aus. Okay. Das heißt, jetzt weiß ich, dass die Pleuelstange oben 558 Gramm schwer ist. Natürlich kann ich das einfach mal ausrechnen, wie viel sie dann unten das Gewicht ist. Ne? Gesamtgewicht minus Obergewicht. Ich trage das alles in die Tabelle ein. Natürlich messe ich einen Kolben mit Ringen, mit Sicherungsringen, mit Kolbenbolzen. Und ich nehme einen fiktiven Wert, den muss ich raten, Öl. Ne? Weil zwischen dem Pleuellager ist Öl, weil am Kolben hängt Öl und da kann man bestimmt hin und her falschen. Es sind nicht 5 Gramm, sondern 4,5 Gramm und ein dicker Motor hat 8,5 Gramm. Ich nutze immer pauschal 5 Gramm und es hat bis jetzt immer gut hingegangen. Okay, das heißt, alles zusammen? Alles zusammen hat man dann ein Meistergewicht von 702,8 Gramm. Das ist das Meistergewicht. Wollen wir da noch mal einmal kurz noch detaillierter drauf gehen, wie sich das errechnet? Ja, das können wir machen. Weil das werden bestimmt jetzt einige, wird das interessieren. Das sind jetzt zwar jede Menge Zahlen, aber... Also die Formel lautet, jetzt muss ich selber kurz gucken. Ich habe Gewicht rotierend, 5 Gramm Öl, 367,3 Gramm Pleuel unten, 32,5 Gramm Pleuellagerschalen, beide zusammen, das Gewicht. Gewicht oszillierend. Der Kolben komplett mit Ringen, Sicherungsringen, Bolzen, Pleuelstange oben, das Gewicht. Ich setze das rein in die Tabelle und mache das Gewicht, Gewicht oszillierend durch 2 plus den Wert, zusammen habe ich das. Ist eine ganz einfache Formel eigentlich. Okay. Das Wiegen ist das eigentlich das Schwierigste dabei, um das genau hinzubekommen. Jetzt haben wir das simulierte Gewicht bei einer 50-prozentigen Wuchtung. Und jetzt wird es eigentlich, das ist für mich schwer, das zu erklären. Weil wieso, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso machst du denn nicht 100-prozentige Auswuchtung von dem Ganzen? Das ist nicht 100% sinnvoll bei so welchen Motoren. Es übersteigt aber meine Fähigkeiten, euch das zu erklären. Ich kann euch das nur grob erklären. Man hat Massenkräfte, das sind die von den Kolben, die hoch und runter gehen. Und man hat Massenmomente. Das ist, wenn natürlich wenn man eine Welle hat und hier kommt Kraft drauf, hat man auf die Welle einen Moment, weil es dreht sich um einen Punkt. Dazu hat man noch, dass das unten sich so bewegt, das so bewegt. Und ganz grob muss man sich merken, wenn man eine 50-prozentige Auswuchtung macht, dann hat man die Restschwingung, die da sind, die hat man aufgeteilt in so und in so. Das war so die Erklärung, die ich auch so bekommen habe und die muss reichen, weil da kann man ganze Doktorarbeiten drüber schreiben, über Ausgleichskräfte und Momente. Ja, klar. Ja. Das heißt, wenn du eine 100-prozentige Auswuchtung machen würdest, was würdest du dann ändern? Dann müsste ich diesen gesamten Wert nehmen. Also dann würdest du die oszillierende Masse nicht durch 2 teilen, sondern gesamt. Dann hätte ich ein Gewicht von fast 1 Kilogramm. Ich sag, wenn wir da 1 Kilogramm draufschrauben, ne, fliegt die Welle von der Maschine, weil das macht so viel Unwucht, produziert die. Das ist
wird auch im Werk nicht gemacht, was total unrealistisch. Okay. Bei manchen Motorrädern, bei Motorrädern zum Beispiel, wird 30% gemacht. Ein Boxermotor BMW wird anders gewuchtet, weil die Restunwucht beim Fahren soll nicht so sein, soll eher hoch und runter sein, damit man ein besseres Fahrgefühl hat. Bei dir ist es egal. So. Deswegen auch als allererstes immer quasi Pleuel und Kolben alles aufs gleiche Gewicht anpassen, dass du immerhin alle Gewichte gleich machen kannst. Genau. Okay. Denn was würde theoretisch passieren, wenn als Beispiel 1 viel, viel leichter oder schwerer ist und du das Meistergewicht auch dementsprechend viel, viel leichter und schwerer machst? Würde es sich trotzdem wuchten lassen oder würde es erst gar nicht gehen? Das würde sich wuchten lassen, aber ehrlich gesagt, was für Auswirkungen das hat, weil es sind ja so viele Faktoren. Massenkräfte, erste, zweite Ordnung, Massenmomente, erste, zweite Ordnung bei einem, das übersteigt eigentlich für mich das zu erfassen, was dann alt. Ich mache es lieber so. So ist es, so funktioniert es. So. Ja, das ist ein Meistergewicht. Dieses Meistergewicht besteht aus dem Grundkörper mit so den Bolzen, die sozusagen eine relativ gute Passung haben, weil das Wichtigste davon ist, dass das Ding 100% gleich immer ist, symmetrisch. Mhm. Wir simulieren ja das Gewicht. Mhm. Das Gewicht, dieses Ding ist so gebaut, dass der Schwerpunkt genau in der Mitte ist. Mhm. Wenn ich das dann um die Pleuelzapfen drum packe, dann habe ich natürlich auch das Gewicht genau dort simuliert. Mhm. Wenn ihr euch vorstellt, wir machen das Gewicht so und machen das ganze Gewicht hier dran und das dreht sich ja so mit, dann passt das ja gar nicht, dann ist das ja Blödsinn. Deswegen ist das Wichtigste, dass man das Ding symmetrisch baut, dass der Schwerpunkt in der Mitte ist. Und dazu kommt dazu noch, ihr seht vielleicht so ein bisschen Knete da dran, hier dran. Das ist die Wuchtknete. Die kann ich an Meistergewichten machen. An Kurbelwellen kann ich sie nicht machen im Betrieb. Das funktioniert leider nicht. Das wäre einfach. Nur ein bisschen Knete dran. Fertig ist der. Hätten wir dann Lambo bei 9000 Umdrehungen ein bisschen Knete da reinpacken und fertig. Nein, diese Wuchtknete ist dafür da. Ich baue das Gewicht auf das richtige. Ich baue das Meistergewicht auf das richtige Gewicht, inklusive der Knete. Und die Knete verteile ich so, weil ich nehme meine Wuchtwelle für Meistergewichte. Mhm. Eine Wuchtwelle, die hat zwei Durchmesser. Grundbohrung, Zapfendurchmesser. Dass ich wirklich sicher bin, das liegt auf der Maschine. Es wird hier mit angeschraubt und so dreht es sich. Wie ein Rad. Und jetzt mache ich wie im Radwuchten. Mit der Knete verteile ich das, bis mir die Maschine sagt, es ist in Wuchtung. Wenn ich hier zu viel Knete gemacht habe, dann muss ich was wegnehmen und auf die andere Seite ranpacken. So kann ich sicher sein, dass mein Meistergewicht, obwohl es zwar symmetrisch aussieht, aber ganz bestimmt nicht 100% symmetrisch ist, der Schwerpunkt genau in der Mitte ist. Okay, das heißt, das sind ja so viele Arbeitsschritte, bis das Wuchten überhaupt erstmal losgeht, dass das ja schon richtig Aufwand ist. Beim ersten Mal dauert es einen Tag. Jetzt langsam habe ich es raus. Macht es einen Unterschied, wie weit das Gewicht vom Zentrum weg ist, wenn es symmetrisch ist? Ja, macht es aus. Und zwar, wenn man es, und das ist jetzt eine Sache, die kann ich nur ganz klein bisschen beeinflussen, wenn man das Gewicht nicht genau im rechten Winkel montiert, ich probiere es mal, gleich musst du, glaube ich, mal was machen. Premiere. Gott. Und dann noch die Wuchtmaschine. Das Heiligtum hier. Ja, was fährst du auch Fahrrad? Das hat Spaß gemacht. So. So, was wolltest du erklären? Ja. Die Meistergewichte habe ich übrigens VW-spezifisch gebaut. Ich habe immer die passenden Breiten, sodass ich diese Zentrierung nicht vornehmen muss. Mhm. 15 der alt sind breiter, 15 der neu sind schmaler. Das habe ich alles passend gemacht. So, jetzt machen wir den noch hier dran. Ich kann ihn noch drehen. Wenn ich so wuchten würde, dann hätte es Einfluss. Mhm. Weil dann ist das hier durch seinen weiteren Radius nach außen schwerer sein als das hier durch die Fliehkräfte. Mhm. Deswegen muss ich es genau, mit dem Auge kann ich es leider nur ausrichten, genau so machen, dass die beiden auf dieser Ebene sind, dass die beiden sozusagen beide gleichmäßig weg sind und keinen anderen
im Endeffekt muss der und der die gleiche Position haben. So, und jetzt kommt noch eine Genauigkeitssache. Drehmomentschlüssel. Diesen Drehmomentschlüssel benutze ich, weil das Anziehen der Schrauben muss immer in der gleichen Reihenfolge geschehen wie auf dieser Wuchtwelle für die Meistergewichte. Denn wenn man eine Seite mehr schraubt, es sieht zwar vielleicht ein bisschen übertrieben aus, zieht sich natürlich das Ding so zusammen. Mhm. Und mit der zweiten zieht man es nicht mehr 100% zurück, weil wenn der zuerst angezogen wird, so. Deswegen auch der Drehmomentschlüssel, dass die immer gleichmäßig angezogen werden. Mhm. So ist meine Regel. Die haben immer die gleiche Position und ich fange immer an den gleichen Stellen an anzuziehen, so dass ich dieses nicht so perfekte Bauteil noch möglichst genau hinbekomme und möglichst wenig Toleranzen danach habe. Ja, das machen wir jetzt. Du kannst die anschrauben alle, ich guck zu. Und dann geht's los. Mhm. Wie lange sitzt du in Summe so hier dran? Guck mal, hier haben wir vom Quatschen schon mal falsch rum gemacht. Diesmal war ich nicht schuld. Du hast sie drauf gesteckt. Du drehst immer erstmal fest von Hand. So. Und jetzt packst du sie alle von. Guck mal das an. Aber das macht nichts, auch wenn hier eine 6 draufsteht. Theoretisch wird sie hier hinten sein. Das hat aber nur was für uns zu bedeuten, dass man sieht, welche zusammengehören. Du kannst einfach 6, 5, 4, 3, 2, 1 dran machen. Mhm. Ja, und dann komme ich hinterher mit dem Schlüssel. Das kannst du erstmal machen. Hier zum Beispiel habe ich die Meistergewichte für die alten 5-Zylinder. Deutlich breiter und kleiner in der Mitte. Hier habe ich ein Meistergewicht mit deutlich mehr Gewicht dran. Das war bestimmt mal für einen Ami V8, weil die brauchen meistens mehr Gewichte. Philipp hat die Meistergewichte vorzüglich dran geschraubt. Bald darf ich ja selber. Unglaublich Azubi bin. Nicht direkt hier Facharbeiter. Ja, und jetzt können wir das erste Mal laufen lassen, das Ganze. Dafür nehme ich wieder mein schönes grünes Öl, weil. Guck mal, wie dieses Öl sich dort zieht. Wie viel Umdrehung sind das jetzt? Das sind 800 Umdrehungen. Es wird immer mit 800 Umdrehungen gewuchtet. Jetzt haben mich schon viele gefragt, was denn kannst du nicht mit 2000, 5000, 9000? Aber so eine lange Welle, wenn die nicht in der Mitte abgestützt ist, wird die ja in der Mitte durch sich biegen und irgendwann wegfliegen. Das heißt, selbst Formel 1 wird nur bei 800 Umdrehungen gemessen, weil die dynamische Unwucht tritt sofort in einer Drehbewegung. So, mal gucken. Ah! Oh! Guck euch das mal an. 29 Gramm, 29 Gramm. Dass die absolut gleichmäßig sind. Ich drück schon mal auf Stopp. Hier sehen wir die 800 Umdrehungen. Dass die absolut gleichmäßig sind, sagt mir, die Meistergewichte sind extrem gleichmäßig gebaut. Weil wenn ihr jetzt hier zum Beispiel gleichmäßig dran geschraubt. Und das, vorzüglich. Ne? Ja, das ist immer so ein Indiz für mich, wenn jetzt zum Beispiel hier 20 stehen würde, dann würde ich denken, dann nehme ich die auch oft runter, tausche die einmal, um zu gucken, ob das ein Fehler an meinem Meistergewicht war. Weil wenn ich die jetzt alle einmal tauschen würde, so herum, würde natürlich diese falsche Wuchtung auf der anderen Seite. Haben wir aber jetzt hier nicht. So, jetzt haben wir 29 Gramm, das ist ja jetzt nicht wenig. Mhm. Wir drehen mal. Du siehst auf dem Display, siehst den Strich. Oh, zu weit. Hier. Flupp. Dort. Da will er 29 haben. Und da ist der Punkt noch zu erkennen. Ach ja, stimmt, wenn ihr einmal zugange seid. Ihr seht hier da den weißen Punkt von dem Sensor auf der Welle. Also minimal. Das ist der, hier habe ich eine Reflexionsfolie dran geklebt. Hiermit misst er sozusagen immer sein, das ist der Drehzahlgeber, der Taktgeber. Wie beim Turbolader wuchten. So, jetzt haben wir die Punkte. Das sagt mir, wenn er hier und hier möchte, in den Ausgleichsgewichten, sagt mir das, dass wir Pleuelkolbengewicht reduziert haben. Weil original sind die deutlich schwerer, gerade Pleuelstangen.
Da braucht er eben mehr Masse hier. Mehr Gegengewicht. Wir müssen jetzt rausnehmen die Masse, weil wir ja hier viel weniger dran haben. Mhm. Das ist genau das, wieso ich sage, wenn man Floyd-Kolben-Gewichte verändert, sollte man wuchten. Weil, ihr seht es, 30 Gramm, 29 mhm. Gramm ist jetzt nicht so wenig. Mhm. Gut. Da müsste ich schon einige Titanschrauben wieder für anschrauben. Wo willst du die anschrauben? Für die 60 Gramm, die wir jetzt gleich rausbohren. Ach so. Ja. Das ist quasi eine Win-Win-Situation. Ja, wie viel kostet der Gramm Titan? Das vielleicht mache ich das, das Wuchten lasse ich mir in Gramm bezahlen, in Titan umgerechnet. Kommt doch an, naja. Wenn man diese Schrauben immer so ein bisschen, wenn man das Internet durchforstet, findet man diese Schrauben immer so für 1, 2, 3 Euro. Ist okay. So, jetzt geht es rüber zu dem, zu der Standbohrmaschine, die wir extra gebaut haben. René, hinter dir oder neben dir, die muss jetzt einmal Philipp rüber tragen. Dieses hier haben wir uns extra gebaut, dass wir nicht an der Maschine bohren müssen, dass die Späne dort in die Rollen reinkommen. Ja, und dass wir sozusagen immer hin und her fahren können, immer mittig zur Achse sind. Ja, da bohren wir jetzt. Mhm. Und dann messen wir und gucken, ob wir, wie viel ein gewisses Loch, wie viel es bringt. Hast du eine Faustformel? RS4-Wange, 16,5 mm, 20 tief, ca. 26 Gramm. 16,5 mm, 20 tief? Oh, da brauchen wir aber ganz schön rein jetzt, ne? Ja, ja. Weil, wir brauchen sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Sportlich. Okay. So ist das. Attacke. So, Philipp hat einmal dieses kleine Löschchen gemacht. Hat er toll gemacht. Und dieses hier? Ja, finde ich ganz gut. Lass mal laufen, mal gucken, was es brachte. Was meinst du? Zu viel gebohrt? Nein? Oh, 8,5, 8,3, jo, sogar gleichmäßig. Also, hättest du nicht zugetraut. Ein Moment, es muss eben die Pfeile sein, dass wir sehen können. So. Hier, ich will noch mal kurz zu meiner Verteidigung sagen. Warte. Jetzt, ich muss ihn schnell machen. Hier noch einmal 8 Gramm. Es wandert manchmal ein bisschen, das macht aber nichts. Und hier 8 Gramm. Gut. Kurz zu meiner Verteidigung. Es ist nicht so, dass ich hier dezente 10 mm daneben gebohrt habe, sondern Björn meinte, wir nehmen das alte Loch und bohren das auf. Ja, genau. Das hast du gut gemacht. So, jetzt nochmal 8 Gramm. Ja. In der Zwischenzeit noch mal einmal wieder nachgebohrt, weil wir noch 1,5 Gramm hatten. Genau. Jetzt hoffen wir, dass das Null ist. Genau. Wie groß ist die Chance, dass es Null ist? Null. Genau Null wirst du nicht hinbekommen. Aber weißt du was? Wir starten einfach. Was meinst du? Intoleranz? Boah, ey. Dann hättest du dreimal gebohrt und schon Intoleranz. Ne? Ich habe ja auch nur das gemacht, was du gesagt hast. Ich glaube, die Maschine misst falsch. Die sagt, ist intolerant. Da hast du etwas, hast du auch betrogen gerade. Nein, haben wir. Super. 0,6 Gramm und 0,2 Gramm. Genau. Wie genau würde, also was ist für dich genau? Das liegt auf dem Durchmesser. Licht hängt am Durchmesser. Je größer, wenn wir gleich die Schwungscheibe dran machen, wäre 0,6 Gramm nicht intolerant, weil 0,6 Gramm bei dem Durchmesser ergibt natürlich eine deutlich mehr Kraft auf die Welle. Ne? Ah, okay, das heißt, je kleiner der Durchmesser, und das wird dann einfach umgerechnet von der Maschine. Mhm. Aber 0,6 ist der Wert ist Gramm pro Millimeter, die Wuchtgenauigkeit, und dann rechnet er sich das um. Okay. Und das ist okay, ist ein halbes Gramm, also die meisten anderen, so was ich so gesehen habe, die wuchten Wellen auf 1, 2 Gramm Genauigkeit, so pauschal. Ich richte mich so ein bisschen nach dem Durchmesser. So, ja. Jetzt haben wir ja hier von unserem lieben Ben ja. Diese Schwungrad. Genau. Das war jetzt alles nur Step 1, jetzt muss der Schwungrad noch dran. Genau. Und dann noch damit gewuchtet werden. Genau. Das ist zwar eigentlich schon gewuchtet, aber es muss trotzdem in Kombination gewuchtet werden. Es muss nicht, aber ich empfehle es, weil für mich waren die meisten Toleranzen waren immer Kurbelwelle und Schwungscheibe. Das war, auch wenn es gewuchtet war, waren oft für mich, dass da so 6 Gramm Unwucht war. Das liegt daran, dass die Schwungscheibe ja nicht 100% immer gleichmäßig läuft. Manchmal einen leichten Schlag dort, was auch immer. Und
Eine Schwungscheibe wechselt man ja relativ wenig. Eine Kupplung und so weiter schon, das kann man machen, aber Schwungscheibe nicht. Also der Verbund ist noch einmal, um die Genauigkeit noch mal deutlich hervorzuheben. Ich weiß, wir haben das früher auch mal komplett mit Automat noch drauf gemacht, mit Druckplatte. Ja, bei einem RCS-Kupplung. Du hast ja dort eine normale Kupplung. Mhm. Das mache ich dort nicht, weil das ist nämlich nicht so wie einen Alukorb, schön gleichmäßig, da ist er mit den Federn und das ergibt Unwucht, die aber wahrscheinlich nicht richtig ist. Und vorne Zahnriemenrad und Schwingungsdämpfer? Kann man, wenn man es ganz genau machen möchte, natürlich machen. Braucht man aber nicht, weil die Originaldinger, du hast ja mitgebracht, die haben ja auch Wuchtbohrungen drin. Die sind für sich an sich gewuchtet. Zusammengesetzt ist das alles in der Toleranz. Ich würde es nur machen, wenn man wirklich auf High-Performance, hohen Drehzahlen geht. Mhm. Aber das ist es dann. So kann man den original gewuchteten nehmen. Okay. Jetzt muss man die Löcher finden. Ja. Passt. Alter, das habe ich, glaube ich, noch gehört. Nein, hast du direkt? Nein. Zu früh gefreut. Das wäre jetzt auch hier. Dann wäre ich ein bisschen verzweifelt. Der bohrt nur dreimal, trifft sofort, wo ich mal ran umkotzen bin, weil ich immer beim letzten erst das Loch treffe. Zur Erklärung, eine Bohrung ist dort versetzt. Dann hier mein Lieblingsgerät, ein kleiner Schlagschrauber. Der schafft nur 30, 40 Newtonmeter, aber mit einem Drehmomentschlüssel dort arbeiten, ein Schlüssel ist relativ unkomfortabel. Die Schwungscheibe ist dran. Jetzt müssen wir das Gerät noch das neue Maß angeben. Im Moment sind das die beiden Lagerzapfen und das ist sozusagen sind die Ausgleichsgewichte. Ich habe aber jetzt die Schwungscheibe außen liegend, das heißt Lagerböcke und die Schwungscheibe ist außen. Hier war es 65, hier ist es 135 und die Länge, das muss ich einmal messen. Aus diesen Maßen berechnet er mir dann, Moment, 330, 35, yep. Aus diesen Maßen, die ich jetzt angegeben habe, berechnet er mir jetzt, wie viel Gramm ich an welcher Position wegnehmen muss. Mhm. Wenn ich hier einen anderen Durchmesser angeben würde, würde er mir eine andere Grammzahl angeben. Wie viele Wellen hast du schon ungefähr gewuchtet in deinem Leben? Vielleicht 1000. 1000? Vielleicht, kommt zu viel. Ich kann das nicht abschätzen. Die Maschine habe ich aber schon fast 10 Jahre, oder? Ja, aber das wären 100, das wäre jeden dritten Tag eine. Sagen wir jeden zweiten Tag, jeden zweiten Arbeitstag. Dann machen wir 500. Ja, reicht. Auf jeden Fall mehr als 5. Ja, mehr als V6 Motoren. So, lassen wir laufen. Auf den Knopf drücken. Ach Mist. Drück mal auf Korrektur. C-O-R-R, genau. Vier Gramm haben wir. Wenn er die Haken drin, kannst du auf Hold drücken und rechts. Das ist jetzt. Das ist eine Sache hier, wie soll ich das beschreiben? Probier's einfach. Eigentlich sollte man nicht an diese Welle drangehen, wenn sie sich läuft. Mhm. Aber du hast es gesehen, die fängt an zu schwingen. Mhm. Dann mache ich das immer so mit zwei Personen, weil einer muss die Welle, weil die Finger sind ein bisschen weicher, sozusagen einpendeln, weil die sonst zwischen den Lagerböcken immer hin und her schwingen würde. Mhm. Ja, das muss ich leider so machen. Mhm, okay. Mich würde es ja eigentlich mal reizen, dass wir eine Wette machen, ob ich es schaffe, komplett alleine so eine Welle zu wuchten. Mhm. So, da. Ja, irgendwann kriege ich dich noch so weit. Wobei, es ist einfacher, wenn ich es nicht kann. Hast recht. So, Markierung, 4 Gramm rausbohren. Mhm. Dafür musst du die Schwungscheibe wieder abnehmen. Das ist ja nervig. Ja, das stimmt, aber ich kann das hier dran nicht mehr bohren, weil die Späne in den Lagerböcken rein, das ist Kacke. Mhm. Wo bohren wir? Da? Wir bohren hier von vorne vor. Von vorne, echt? Okay. Ja, wieso nicht? Weiß ich nicht. Das ist gut da. Okay. Ich will das nicht in die Fläche reiben. Ja, das ist schon klar. Aber Björn hat sich doch durchgesetzt und wir haben von hier reingebohrt. Ja, Schwungscheibe. Außer du hast durchgebohrt. Na.
Ja, jetzt machen wir auf Play. Play, run. Grün. Ach, da unten. Gegenüber drüben ist der Radius, wie soll ich das sagen, der Punkt ist fast ähnlich weit außen, du kannst schon mal auf Stroll drücken, fast ähnlich weit draußen, obwohl es nur das halbe Gewicht ist. Das heißt, durch den größeren Radius, den wir hier angegeben haben, sagt er mir, muss man genauer bohren sozusagen vom Gewicht her. Ja, fertig. Okay, verstehe. Weil, also deswegen hier jetzt 0,3, da 0,6, ja, weil es hier weiter außen ist. Genau. Okay, ja, jetzt ist Marius Kurbelwelle einsatzbereit. Genau. Als nächstes geht es weiter mit Thema Montage. Können wir eigentlich auch mal ein cooles Video zu machen, ne? Was bei Montage beachten und so weiter. Ja. Oder fehlt noch irgendein Zwischenschritt? Also ich weiß, von dem Motor muss ich noch Hauptlager haben wir gemacht. Ja. Wir haben eine Hauptlagergasse gemacht, Spiel gemessen. Pleuellager habe ich noch nicht gemessen. Mhm. Das wäre noch, okay, wenn wir es machen sollten. Ja, sonst wäre Montage. Es waren auf jeden Fall tausende Fragen, ja, zum Thema Pleuellager, Öldruck und so weiter. Ja. Können wir vielleicht noch mal ein Video zwischenschieben. Ja, machen wir. Gut. Okay, alles klar. So, das war's für heute. Thema V6-Kurbelwellenwuchten sind wir erstmal durch. Es, ja, kommt auf jeden Fall noch mal ein Video zu einer Vierzylinderwelle. Ja, ich wollte noch was sagen. V6, okay, ist 100% gleich der Ablauf zu VR6-Wellenwuchten. Ja. Also, Twistball.